Freunde, wir sind stehen geblieben bei Xenotech. Und zwar wollten wir für ihn die Basic Tools besorgen. Und ich bin gerade im Überlegen, wie wir es eigentlich jetzt so machen. Denn wir müssen zum Militärposten. Ich glaube, dass wir dahin müssen. Und dass wir es dort finden. Hundertprozentig weiß ich das natürlich nicht. Und ich habe was herausgefunden. Und zwar, ich hatte in der letzten Folge Copyright-Probleme. Ja, leider. We should get out of the place. Und zwar hatte ich Copyright-Probleme, genau. Mit den Radios bei den Verkäufern. Die Radios habe ich jetzt erstmal ausgemacht. Weil bevor mir irgendwelche Sachen geclaimt werden, würde ich das dann doch lieber erstmal dabei belassen, dass wir halt leider keine Musik hören. Schade. Bevor es halt wirklich, also klar, wenn es regionsweise geclaimt ist, okay, gut und schön, kann ich mit leben. Aber wenn es überall geclaimt ist, klar habe ich jetzt nicht die übelste Followerschaft. Aber es wäre halt schade, ne? Ja. Genau. Found some good stuff in his backpack. Okay. No, привет. Wie man sieht, habe ich auch ein bisschen was an der Helligkeit gemacht. Zumindest hoffe ich, dass man es sieht. Ich habe auch mal ein bisschen was am Shader verändert. Und an meine Render-Einstellung, Freunde. Leider man, dass die dunklen, also da wo es halt dunkel wird, dass dies wirklich echt scheiße aussieht. Also das macht aber YouTube selber. Leider. Ja. Bin da nochmal ein bisschen am rumprobieren, wie man das verändern könnte, aber sag mal so, so richtig eine Idee habe ich jetzt auch nicht. Außer, dass ich eigentlich keine Schatten haben dürfte denn. Beziehungsweise dunkle Stellen und das, ja, sowas wie hier. Das ist halt so das eigentliche Problem, sagen wir es mal so. Genau. Bin mal gespannt. Eigentlich doch. Wir müssten gut weit kommen. Wir laufen mal ganz außen, denn normalerweise müsste der Guard, ah, da ist noch eine Kiste. Der Guard müsste uns so dann eigentlich nicht sehen. Genau. Klar hätten wir vorher speichern können, aber who cares. Genau, wir gehen hier außen lang. Mal hier ein bisschen aufpassen. Because of some anomalies, Kappa. Nee, wirklich jetzt. Zack, zack, zack. Zack. So, dann guck ich mal, wa? Okay, bis jetzt sehe ich keinen. Southern Checkpoint, okay. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen ruhig, denn man ist auch ein bisschen angespannt, sage ich mal.
Da ist einer, okay. Ich würde eigentlich ganz gerne mal wissen. Okay, okay, okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Supi. Einen haben wir weg. Sind nur noch ein paar good to go. Kenne Tomatoes. Nehmen wir mit. Da unten ist zwar was, aber... Da will ich eigentlich noch gar nicht rein. Bis. Warum? Frage ist, auf wen schießen die? Ist sie auf mich? Yep. Granate, schön. Macht auch natürlich Sinn, in einem Haus eine Granate zu werfen. Wollte ich nur mal so anwenden vor allen Dingen. Ansagen. Können auch. So, und jetzt wirft er auch noch eine Granate. Na, ein bisschen taktisch müssen wir. Okay. Will nicht sagen, aber wir vergeuden ein bisschen gerade. Bin auch ein bisschen gerade angespannt. Ich habe gerade keine Zeit für euch. Mein Scheiße wäre jetzt wirklich, wenn die einfach nachspawnen würden. Aber ich glaube, die spawnen nicht nach. Deswegen. Ein bisschen Zeit nimmt das in Anspruch, tut mir leid. Weiß auch nicht. Ja.
Aber ich höre aber auch nur noch den. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen so leise bin. Wo ist denn jetzt? Hier doch, da ist jemand oben. Ach du Heiliger. Okay, wir speichern. Und dann befassen wir uns mal mit den wichtigen Dingen. Mit den Waffen, natürlich. Shift und F. Mal da ein. Zack. Nochmal Take All. Geht schneller. So. So mit O. Genau. Unload. Oha, okay, okay. Haben die für Waffen? Holy shit. 21%. Nope. Ort 17. Okay. Das ist nice. Die können wir auch wieder verkaufen. Shift und F. Hallo? Okay. Zack. Natürlich, bin überladen. Das. Hier, Patch off. Die Militärpatches, die werden wir definitiv behalten. Weil ich glaube. Oh, ich habe kein Tool. Oh, schön. Ja. Kann man jetzt? Nein, kann man nicht. Und zwar würde ich ganz gerne erstmal alle Waffen da reinmachen. Zack, zack, zack. Die Dinger auch, weil dann können wir. Hallo? Ja. Dann können wir die später auseinandernehmen. Der Typ hatte wohl nicht so viel. Dafür hatte er ein bisschen mehr. Ah, 34%. Das ist gut. Droppen wir. Aber wir müssen jetzt ein bisschen. Ah, wie soll ich sagen, Freunde? Ihn schauen. Dort. Ui. Ja, das wird noch schön. Was ist denn? Hydraulik. Okay, okay. Sounds very interesting. Dort war ja nichts. Hier Patch off. Brauchen wir so oder so.
Packen wir rein, packen wir rein. Unload und packen wir rein. Granaten, ja. Im Endeffekt können wir die Granaten so oder so verkaufen. Also wir werden definitiv nochmal herkommen. Natürlich in der Hoffnung. Hallo? Natürlich auch in der Hoffnung, dass die Sachen mal wieder da sind. Ne, schön. So, dann gehen wir mal. So. Was? Ja, okay. Kann auch ruhig langsam sterben, also. Ist ja nicht von uns, sag ich mal so, ne? Silencer sogar. Junge, Junge, Junge. Was ich so alles finde? Oder was wir so alles finden, ne? Freunde? Der... Zack, zack. Ah, okay. Kilo latschen wir hier lang. Da ist auch noch eine Leiche und dann würde ich sogar ganz rüber gehen. Okay, wir haben aber auch wirklich die ein oder andere Waffe, die wir auseinandernehmen können. Für Ersatzteile und was weiß ich, was da alles gibt. Silencer haben wir auf jeden Fall. Den nimmt uns schon mal keiner weg. Karre wiegt wahrscheinlich auch sau viel. Für Permission. Von wem? Okay. Ja, als wenn ich von irgendjemandem hier von noch eine Permission brauche. Da fängt es ja schon an, sag ich dir. Tape, ja. Das können wir weg. Fat Bacon. Zone Product. Slightly Sickness. Unhealthy. Radiation. Poison. Ach du Heiliger. Kann man aber bestimmt gut verkaufen, oder? Was ist das eigentlich? Kevlar. The good old leather gloves. Okay, dann. Tun wir rein, tun wir rein. Was, warum mache ich das überhaupt so? Keine Ahnung. Verkaufen wir. Verkaufen wir. Was wiegt denn hier so viel? Wahrscheinlich die Munition, ne? Obwohl das so auch das ein oder andere wiegt. Ja. Tja.
Ich glaube, eine über 30 hatten wir, ne? So, Freunde, erstmal speichern wir. Dann gucken wir uns mal. Access denied. Okay. Kann ich mit leben? Unpack Batteries. Jo. Hunting Trip. Yeah, about to start Hunting Trip. Ja, Private. Ja. Yeah. Grisha. Leute, also den Namen habe ich auch schon mal gehört. Batteries nimmt man natürlich mit. Auch Access denied. Und den Let. Okay. Vielleicht kann man damit ja was machen. Glue. Ah, okay. Können wir repairen. Hm. Ist natürlich jetzt die Frage. Wir kommen auf jeden Fall danach nochmal wieder. Safe. Weil die Waffen lasse ich nicht hier. Die bunkern wir dann erstmal drüben und dann gucken wir mal, was wir da damit uns, also damit generell machen. Würde ich meinen, denn oh. Purified Water. Der. Aha. Gut. Da war anscheinend nicht so viel drin. Dann suche ich erstmal oben. Da gehen wir gleich rein. Okay, hier ist gar nichts. Cool, da ist auch nichts. Ja. Yeah. Verstehe. Kenneth Corn. No. Kenneth Tomatoes. Ja, komm, essen wir. Die guten alten Tomaten. Und nochmal ein Wässerchen. Genau, so. Archels, aha. Frage ist natürlich... Hier denn generell noch was oder? Die ist jetzt einfach nur der Übergang. Das sieht schon so aus, ne? Aber wir gucken mal. Nee, das ist ein Übergang. Okay. Nehme ich gerne mit. Helikopter hat hier ja nichts zu melden. Was brauche ich denn für eine Permission, Jungs? Hä? Petrenko. Ja, momentan brauchen wir wirklich jeden Job. Wenn man das mal so sagen darf. Eine Gitarre. Oh. Sleeping Bag.
Infinity uses. Okay, krass, ja, ja. Ist aber meines Erachtens jetzt nicht, ja, brauchen wir jetzt nicht, also. Drei. 3, 2, 3, 4. Ja. Gut, dann laufen wir erstmal zurück, Freunde. Dann machen wir uns mal den Spaß. Viel zu wenig Gewicht. Wir haben guten Stuff, Freunde. Das, die guten Koffeintabletten. Kann dauern. Das kann dauern, Freunde. Auch sehr schön. Ja, der muss erstmal Stamina. Also wir... Ah, es wäre halt... Junge, lad mal ein bisschen schneller Stamina auf hier. Kreischt und fleucht es und keine Ahnung was. Also... Ist nicht gerade für uns vom Vorteil, wenn wir hier jetzt Stamina aufladen müssen. Finde ich trotzdem cool gemacht. Erschwert das Ganze. Und ich meine, wir haben ja Zeit, Freunde. Wir haben ja Zeit. Da müssen wir nur gucken. Wann ich da direkt komplett reinschallern. Wir sind fast da, wollte ich nur mal erwähnen. Er verliert leicht echt viel Stamina. Dadurch, dass wir so dermaßen im roten Bereich sind. Aber ist okay, Freunde. Suchen die Basic Tools und dann mal schauen, was wir denn damit machen können bei Xenotech. Also einerseits kriegen wir vielleicht Geld oder eine bessere Waffe. Mal schauen. Erstmal will ich aber die AK hier loswerden und werde die erstmal hier reinlegen. Na, wo der ganze andere Müll ist. Ja, genau. Zack. Ne, den anderen Quatsch werde ich erstmal verkaufen. Größtenteils zumindest. Super Tränke? Ne. Will ich erstmal nicht. So, dann gehen wir unten rein. Moin. Und dann schauen wir hier mal. Shotgun-Sachen würde ich erstmal behalten. Ui, ui. Warte mal, wie viel? Zwei.
Ja. Yep. Ich hab ordentlich Munition. So, Granaten verkaufen wir erstmal, Freunde. Brauchen wir erstmal so nicht. Genau das wollten wir verkaufen. Auch das, auch das, auch das, auch. Die Leather Gloves, ja. Handwatch. Aber sonst? Doch. Nee. Okay, das will ich echt mal austesten. Fight Curly, ja. Da muss ich... Da muss ich mal... Oh. Okay, das ist так, heftig. Что интересует? Das ist heftig, Freunde. Also, was heißt heftig, aber... Naja, ihr wisst ja. Nimmt zwar einen Slot weg, aber... Wie viel wiegt denn die? Oh. Ist okay. Antique Batteries. Und... Kaufen wir erstmal. So, zack. 19.000. Ja. Das ist schon, Large Glucose Shot. Behalten wir. Hurts on premise. Ja, gut. I may have some information to sell. Ja, ja, 4 PDAs. 8,5. Holy shit. Так, что интересует? Also, wir sollten definitiv mehr davon finden. So, die guten Zigaretten. Verkaufen wir mal. Denn verwenden. Ja, Zigaretten will ich eigentlich eher weniger verwenden. Zigarren vielleicht eher. Mal gucken. 30.000 haben wir schon. Uiuiui. Was ist das? Back with a camping tent. Okay. A bag containing a tent for camping, sheltering for rain and wind. Assembly and installation takes some time. In the zone, it's the best deploy in a place with escape routes in the case of danger. Cool. Feier ich. Nee, feier ich wirklich. Also, bin trotzdem am überlegen, Geld noch ein bisschen zu sparen. Bratan. Ja, Bratan. Mann, hier, nischt. Ah. Ja. So, gucken wir mal aufs PDA. Wie sieht's hier aus? Er hat gesagt, hier sind ein paar Stashes markiert. Wo denn? Ah, nee, schön. Ist ja auch voll, bei mir. Egal. Egal, Freunde. Das soll uns nicht aufhalten. Privet, Brat. Privet. Denn wir wollen mal mit dem guten Wolf hier nochmal reden. Ach nee, Fnatic ist das. Mist. Battery Artefakt will ich dir immer noch nicht geben. Hier, komm. Gucken, ob hier noch was nachgespawnt ist. Nee. Es ist 18:52. Sonne geht so langsam unter. Die Dunkelheit trifft ein.
Deswegen würde ich sagen, speichern wir hier und ich würde sagen, wir machen uns in der nächsten Folge definitiv nochmal, ja, den Mutant Lair zu zerstören und dann gehen wir nochmal die Waffen holen. Mal gucken, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, kann sein, dass es nochmal eine Folge wird und dann schauen wir mal weiter, ja, Freunde? Wie der Hase läuft, weil ich glaube, wir können mit Spawn Character mit ein paar Waffen können wir auch zum Technikern gehen und dort können wir auch wieder Sachen reparieren beziehungsweise Sachen kaufen, womit wir Sachen reparieren können. Dementsprechend würde ich das sogar eher bevorzugen. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir hier mal einen kleinen Schlussstrich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.